Hallo zusammen, wir sind mal wieder unterwegs. Heute sind wir in Kiel, wo wir neulich schon mit dem Schiff nach Oslo gefahren sind. Heute sind wir auf der AIDA Nova und fahren jetzt wieder nach Norwegen. Ja, wir haben gerade eingecheckt, unsere Kabine ist noch nicht bezugsfertig. Aber wie ihr seht, wir haben es uns hier trotzdem schon mal gemütlich gemacht. Wir nehmen euch jetzt einfach mal wieder mit. Bis später. Wir haben zunächst unsere Koffer vor dem Kieler Hauptbahnhof abgegeben. Dann sind wir zum Schiff gelaufen. Dort klappte der Check-in recht zügig und wir waren schnell an Bord. Von Deck aus konnten wir das Auslaufen der Color Line beobachten. Mit der Color Line waren wir noch im Dezember in Oslo. Das war einfach traumhaft schön dort. Ich verlinke euch das Video dazu in der Videobeschreibung. Kurz danach haben wir dann von AIDA eine Nachricht bekommen, dass unsere Kabine bezugsfertig ist. Natürlich sind wir sofort hin und haben uns diese angeschaut. So, schauen wir uns mal unsere Kabine an, auf Deck 11. Wir waren noch nicht drin. Bin gespannt, wie es aussieht. Boah. Sieht schon schön aus. Da ist der Balkon. Kann man, glaube ich, nicht meckern. Ich mache dann später nochmal, glaube ich, ein extra Video oder eine detaillierte Vorstellung von der Kabine. Wir richten uns jetzt erstmal ein und dann nehmen wir euch noch weiter mit auf dem Schiff gleich. Erstmal müssen wir jetzt hier so eine Rettungsübung machen, müssen unsere Rettungswesten anlegen, uns da eben so einen Sicherheitsfilm anschauen und uns dann melden, dass wir es verstanden haben. Da gehen wir jetzt mal hin. So, die Übung haben wir erfolgreich absolviert, die Schwimmwesten haben wir wieder ausgezogen, sind zurück auf der Kabine und ich bin jetzt auch ein bisschen happy, weil ich habe es eben gar nicht gesagt, ich hatte zwischenzeitlich ein bisschen schlechte Laune und ein bisschen Angst, weil was war passiert? Es war nur ein Koffer auf der Kabine gelandet und meiner, der war weg, der war 5 Stunden verschollen, keiner wusste, wo er war und jetzt rief uns eben eine andere Kabine von einem Deck über uns an. Da war der Koffer gelandet und stand seit 5 Stunden da rum. Ich bin happy, dass ich meinen Koffer jetzt wieder habe. Ich gehe jetzt duschen und dann, ja, dann laufen wir hier gleich aus Kiel. Doch vorher lief noch die Stena Line nach Göteborg aus. Mit der Fähre bin ich auch schon gefahren. Die kann ich euch ebenfalls sehr empfehlen. Das ist eine richtig tolle Tour. Wenn es euch interessiert, verlinke ich euch auch dazu ein Video in der Videobeschreibung. Ja, und dann ging es endlich los. Durch die Kieler Förde, vorbei am Nord-Ostsee-Kanal und dann noch am Marine-Ehrenmal Labö in Richtung Norwegen. Ja, draußen wurde es dann irgendwann ein bisschen zu kalt. Wir sind rein, haben uns noch ein bisschen das Schiff angeguckt. Hier zum Beispiel die Streetfood-Meile mit dem Dönerstand. Dann hier noch der AIDA Fanshop. War ganz interessant und dann sind wir zum Abendessen gegangen. Ja, jetzt waren wir gerade im Oceans Fish Restaurant essen. Wie hat es dir geschmeckt? Sehr gut. Sehr. Ja, war eine gute Auswahl, 3 Gänge, waren sehr lecker. Jetzt sind wir ein bisschen platt, jetzt gehen wir noch ein bisschen durchs Schiff und dann zurück auf die Kabine.
Ganz so einfach ist es übrigens nicht, weil man verläuft sich hier ganz gut auf dem Schiff und man weiß nie, wo man hier gerade ist. Das ist mir viel zu groß. Zum Glück haben wir dann doch noch alles gefunden und uns etwas die Shows im Theater und im Fernsehstudio angeschaut, bevor wir dann nach einem kurzen Abstecher in die Kunstgalerie müde ins Bett gefallen sind. Ich hoffe, euch hat das erste Video dieser Reise gut gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Dann erkunden wir auf dem ersten Seetag dieser Reise unter anderem auch die Wasserrutschen auf der AIDA Nova.